Eine Frage, die mich kontinuierlich beschäftigt, ist die Frage, was ist eigentlich gute Zahnmedizin und was ist ein guter Zahnarzt? Für manche Patienten ist der Zahnarzt der Beste, wo es einfach nicht wehtut und es schnell vorbei ist. Für den anderen ist es die höchste Präzision und die perfekte handwerkliche Ausübung. Aber die Antwort ist eben nicht so einfach, weil Zahnmedizin sehr vielschichtig ist, weil es so viele unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Es ist nicht nur Handwerk und nicht nur Medizin, sondern wir brauchen auch ein künstlerisches Gespür, wenn es um die Schönheit der Zähne geht. Ich sehe Zahnmedizin auch wirklich als Geisteswissenschaft, weil man viele Probleme durch Nachdenken lösen kann. Wir müssen komplexe medizinische Zusammenhänge begreifen und für den Patienten die beste Lösung finden. Diese Individualität ist die eigentliche Herausforderung, wo dann die Patientenpsychologie ins Spiel kommt. Denn mit viel Erfahrung nach einigen Jahren des Berufes sind wir in der Lage, alle möglichen Zahnformen und Arten herzustellen. Aber das muss dann nicht unbedingt das sein, was der Patient von uns erwartet. Und zu verstehen, was der Patient eigentlich möchte und wie er glücklich ist und dauerhaft glücklich bleibt, das ist dann, wenn das passt, dann haben wir wirklich erreicht, was möglich ist. Und das ist dann auch immer die Herausforderung.